Herzlich willkommen im Labor für Fahrzeugelektronik und elektromagnetische Verträglichkeit. Mein Name ist Michael Hillgärtner. Ich bin jetzt seit 10 Jahren für diese Fächer hier an der Fachhochschule Aachen und werde auch Sie im ersten Semester Ihres E-Technik-Studiums begleiten, denn das Modul Grundlagen der Elektrotechnik 1 liegt in meiner Verantwortung. Ich werde Ihnen da auch hier in diesem Raum, in dem wir uns gerade befinden, mit Ihnen die Praktika durchführen, die auch vor Ort sein werden, zumindest ein Versuch. Das sind die Versuche mit den Gruppen, die Buchstaben vorne haben. Sie müssen sich dann noch zusätzlich für eine Gruppe anmelden mit Zahlen. Das sind Online-Versuche. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, was machen wir? Was machen wir hier in diesem Labor? Also neben den Grundlagenausbildungen sehen Sie hinten im Hintergrund so ein paar unterschiedliche fahrzeugelektronische Teile. Die Lichtwand zum Beispiel, die Sie dort sehen, die ist eigentlich fürs Praktikum in höheren Semestern, wo wir uns eben anschauen, wie unterschiedliche Lichttechniken im Fahrzeug funktionieren. Was brauche ich da für Treiber? Welchen Einfluss hat das auf das Bordnetz? All diese Dinge schauen wir uns an dieser Lichtwand an. Sie sehen dann noch unten auf dem Boden stehen ein Kart. Das ist insbesondere von dem Kollegen Hüning getrieben, ein elektrisch fahrendes Kart, wo wir automatisierte und autonome Fahrfunktionen auch ausprobieren, eben insbesondere im Rahmen von studentischen Projekten. Ja, was mache ich sonst noch? Neben Fahrzeugelektronik und Grundlagen der Elektrotechnik ist das Thema EMV. Da biete ich Ihnen gerne einen etwas vertiefteren Einblick an. Ich habe dort im letzten Semester für die Studierenden Elektrotechnik mit Orientierungssemester ein Video erstellt. Das dauert ein bisschen länger, das werden die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft dann auch für Sie noch online zur Verfügung stellen. Ansonsten würde ich Sie jetzt einladen, mit uns noch einen kleinen Gang durch das Labor zu machen, wo ich Ihnen noch das eine oder andere im Detail zeige. Ja, hier ist unsere Lichtwand. Das ist eigentlich ein sehr schönes Objekt. Das ist aus einem Golf 6 herausgelöst. Alle Beleuchtungseinheiten, die wir im Auto haben. Also wenn man jetzt hier blinkt zum Beispiel, ist das klar, gehen die Blinker. Dann hat der Xenon-Scheinwerfer, die wir hier einschalten können oder auch die Lichthupe betätigen können. Und man kann hier relativ frei messen, relativ gut messen. Viel besser, als wir das in einem Pkw tun könnten. Natürlich benutzen wir diese Pkw auch. Wir machen dann auch normalerweise immer Messungen am und mit dem Pkw, zum Beispiel beim Anlassen des Motors, um zu gucken, was passiert da. Also sie spielen auch an Autos, so wie das sein soll in der Fahrzeugelektronik. Aber wir kommen im Auto halt nicht überall so gut dran. Die Kabel sind gut verbaut, die sind verklebt, die sind in Kabelkanäle. Und hier kommen wir an der Rückseite sehr gut an jedes einzelne Kabel dran, können uns die Signale abgreifen und können dann relativ gut erklären, wie sowas funktioniert. Ich lade Sie alle ein, in Ihren höheren Semestern, spätestens im 5. Semester im Wahlfach EMV-Prüf- und Messtechnik runterzukommen, in die Hohenstaufenallee, in die EMV-Halle und dann lernen Sie das auch kennen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Start in ein außergewöhnliches erstes Semester. Versuchen Sie trotzdem, Lerngruppen, Freunde zu finden im Virtuellen, weil ein Studium macht sich viel leichter, wenn man nicht alleine ist. In diesem Sinne viel Erfolg und viel Vergnügen vor allen Dingen.